Hallo und herzlich willkommen und bei einem neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Channel von Major Swift. Naja, wie ihr gerade wisst, gibt es im Moment seit einem Monat nichts auf meinem Channel zu sehen. Das hat damit zu tun, dass ich gerade vor einer Woche oder im Moment, ja, in Kürze, wenn ihr dieses Video seht, eigentlich schon, wenn ihr dieses Video seht, schon vor 5 bis 6 Tagen oder so, Prüfung hatte und ich davor lernen musste und keine Zeit dafür hatte und ich eben halt auch noch ins Studio wollte, ins Fitnessstudio, und ja, dann hatte ich eben halt kurz das für einen Monat pausiert und habe mir in der Zeit auch ein bisschen was natürlich dabei gedacht, um eben halt allgemein mal runterzukommen und ja, ein Projekt mir zu überlegen, hatte ich in der Zeit, was ich jetzt gerne erklären möchte. Es hat nichts mit, er hat schon ein bisschen was mit diesem Spiel zu tun, aber nicht viel. Denn wir werden jetzt ein neues Projekt starten, was sich nennt Angespielt oder Angezockt. Also, wie der Name schon sagt, wir zocken für ein bis zwei oder drei Folgen. Also maximal 5 Folgen zocken wir ein Spiel an und eben halt, dann wechseln wir zum neuen und das geht dann erstmal, ja, so lange, bis wir keine Spiele mehr haben. Es kommen auch alte Spiele dazu, es kommen nicht nur neue, und ich habe schon vieles in petto. Einmal haben wir Far Cry 5, was sehr neu ist. Dann haben wir einmal Primal Carnage Extinction, einmal Primal Carnage, also Primal Carnage Extinction ist das erste. Dann haben wir noch einmal Arma 3, dann haben wir einmal noch ein COD Teil, den ich jetzt gerade nicht nennen werde. Nein, es ist nicht WW2, WW2 habe ich nicht. Warum, sage ich jetzt nicht. Muss ich ja nicht. Ist eher so, sagen wir mal, mir gefällt es jetzt nun nicht so besonders. Ja, und dann haben wir eben halt noch, was war das? Dann haben wir nochmal Rainbow Six Siege. Ich weiß, wir kennen das schon eigentlich alle, aber ich möchte was dazu noch in dem Video sagen von Rainbow Six Siege dann, warum ich das ausgewählt habe, obwohl wir es eigentlich schon auf dem Channel sehr lange zocken. Ja, was waren da noch? Ghost Recon Wildlands. Ich weiß, das kennen wir auch schon. Und dann war das nochmal Flight Simulator World. Oder so ähnlich jemand. So, das waren nun ein ganz paar wenig Spiele, die ich anzocken werde. Aber das waren, wie gesagt, nur 10 Spiele oder so, die ich gerade genannt habe. Aber es kommen natürlich noch mehr. Aber wollen wir jetzt anfangen? Wir fangen heute mit Primal Carnage Extinction an. Und, ja. Wollen wir mal loslegen? Das Spiel ist so aufgebaut: Dinosaurier gegen Menschen. Ich hoffe, jetzt sind hier noch Spieler online. Denn es ist schon spät. Nehmen wir mal hier den. Mir gefällt dieses Spiel, weil es mich an Jurassic Park erinnert. Wir haben hier einmal einen Spurensucher. Er hat eine Schrotflinte und Leuchtfackeln, die den Gegnern, glaube ich, blenden war. Dann haben wir eine Wissenschaftlerin. Sie hat ein Betäubungsgewehr und eine Sniper. Also einmal eine kleine Betäubung, ein Betäubungsgewehr und einmal eine Betäubungspistole, kannst du auswählen. Dann Kommando, kennt ja jeder, mit der M16, mit dem Granatwerfer. Dann einmal ein Flammenwerfer mit einer Kettensäge unten dran. Dann haben wir noch einen Feindsteller, also
Der, wie sagt man, ja, fängt die Vögel ein zum Beispiel oder gibt den größeren Maulkorb. Den spielen wir jetzt. Wir haben schon ein paar Skins. Freigeschaltet. Wie die Großen schon sagen, ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich weiß wirklich nicht mehr. Hier sind zwar nicht sehr viele online, aber ich hoffe, das ändert sich, denn wir haben gerade sonntags um 23 Uhr. Acht. Ja, das ist unfair. Ei! Lass mir los! Arsch. Du Arsch. Die können uns zum Beispiel jetzt hochheben. Natürlich, das ist die erweiterte Version vom ersten. Nehmen wir den hier. Gucken, was der kann. Der kann Granaten werfen. Ich glaube, das gefällt ihm nicht so. Boah, hab ich mich erschrocken, Digga. Aber natürlich macht das macht mir irgendwie Spaß, so für zwischendurch. Lol. Probieren wir mal eine andere Klasse aus. Probieren wir jetzt mal ein Kommando. Der K Commander nenne ich eher. Ja. Und hier gibt es dann zwar, es gibt für die Menschen auch. Helfing Boost. Also Boost-Dinger oder Munition. Also, wenn sie dann keine Munition mehr haben, dann können wir eben halt Booster uns holen. Also, so Sachen. Fick dich! Wow, hey! Nein, nicht schon wieder. Lass mich los! Du Arsch! Du Arschloch! Natürlich macht das bei mehreren mehr Spaß, also wenn mehr Leute da sind. Fick dich! Ich habe keine Muni mehr. Ich sehe nichts. Also man kann auch kneifen. Zum Beispiel jetzt hier. Kommen sich hier heilen. Gibt natürlich auch Munitionskisten. Du Arsch, wir wechseln mal die Klasse, wenn wir es können.
Ja. Ja, hier habe ich die Snappy ausgewählt. Natürlich gibt es zwei Varianten. Es gibt einmal die Sniper jetzt hier, ne? Und dann gibt es nochmal ein Gewehr. Okay, die hat eine Pistole. Mach den eben halt langsam. Ey! Du Muschi! Rush! Ich betäub dich! Oh mein Gott, der Große hat mich gar nicht erwischt! Nimm mir jetzt mal einen Spurensucher, mein Liebling eigentlich, weil er eine Shotgun hat. Natürlich sehr effektiv ist. Wenn man mit der umgehen kann. Du Arsch! Der hat mich gefressen, Mann. Natürlich gibt es noch andere Dinosaurier, die wir aber jetzt im Moment nicht zeigen können. Ja, ich kann meine Klasse auch kastimieren. Ich mag zum Beispiel die Shotgun eher. Also, sie haben schon viel gemacht jetzt. Kriege immer noch Killer Assist. Ich Idiot, warum laufe ich da überhaupt durch? Du Arsch! Hä? Der hat mich verkuckt! Die Runde ist jetzt gleich zu Ende. Yeah! Was habe ich unlocked? Das war's, ne? Oh, es gibt Challenges. Das ist geil, das gab's früher nicht, das wissen wir. Ich glaube, jetzt sind wir eine andere. Hä? Hallo. Guck mal, es gibt drei große, ne? Dann gibt es vier kleine. So. Für Spawn. Hallo.
Hallo. Okay, wir kommen gleich wieder. Das kann natürlich auch mal passieren, wenn man lange nicht gespielt hat. Aber anscheinend ist hier noch Winter. Warum, weiß ich jetzt nicht. Das ist der. Ja. Ja. Dann nehmen wir jetzt mal so ein. Okay. Gut, dann nehmen wir erstmal hier ein von der Pteranodon oder wie auch immer man das nennt. Ich hatte damit noch nie einen wirklich geholt. Ich habe wirklich noch nie einen damit geholt. Ich kann das auch nicht. Ich bin kein Typ für sowas. Ich würde gerne einen zeigen. Gut, dann zeigen wir euch erstmal meinen Kanotaurus. Kanu tauchen im Anmarsch. Ja! Ey, das war meiner. Ey, die klauen immer meine Kids. Ja, nice, mashallah. Zum Beispiel, der hat einen blauen. Kann aber immer noch Schaden machen. Ja, nice. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich verliere Leben. Und dann gibt es zum Beispiel jetzt auch für die Dinos natürlich Health Station. Also diese toten Dinos, die hier liegen. Die essen die und dann haben die eigentlich wieder Leben. So. Was leuchte ich hier irgendwie? Warum auch immer? Schnell zum Heilen. Natürlich können wir hierbei auch getötet werden. Wir können die ganze Zeit eigentlich getötet werden, aber das ist geil. Ich liebe das Spiel. Das haben wir nur für zwischendurch. Perfekt, Mann. Hammer. Nice. Ein Kanotaurus ist aber nicht mein Lieblingstier. Mein Lieblingsdino. Ja. Da sind wir leider gestorben. Aber kann man auch verkraften, sage ich euch. Das kann man verkraften. Dilophosaurus. Das ist der kleinste Dino in diesem ganzen Spiel. Ja, mashallah, easy. Einfach. Natürlich können wir auch damit springen, das ist das Geile.
Mit dem Raptor kann man richtig springen, also das ist schon geil. Nein! Du Arsch! Healing up. So. Damit können wir auf einen raufspringen. Sagt, man stirbt sehr schnell. Sagt, man kann sich hier auch anschleichen. Das geht auch. Deswegen gibt es ja die ganzen Tarnung. Ich würde euch gerne mal die Attacke zeigen, die die können. Aber wenn ich hier jetzt gerade keinen sehe. Und ich sehe im Moment wirklich auch keinen. Du Huren! Kleine miese Drecksau, du! Natürlich ist der T-Rex immer noch das Geilste im ganzen Spiel. Aber von. Boah. Ich heile mich. Nam 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 nam. Lecker, lecker, lecker. Und weiter geht's. Deswegen gibt es ja die ganze Tarnung. Und ich habe mir auch Tarnung gekauft. Ich weiß ja nicht, ob die noch ausgerüstet sind. Man kann auf jeden Fall auf den Menschen rausspringen. Und dann. Ja, komm her! Du miese kleine Drecksau, du. Ich will mal einen größeren Mann, ich möchte euch die gerne zeigen. Haben doch gar keinen. Oh yeah, boy. Yeah, boy.
Nimm ihn doch mit. Ich kann trotzdem euch töten. So das denn? Ich stecke fest. Was war das denn? Wir haben noch gar keinen. Komm. Komm schon. Komm, 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 komm. Komm schon. Komm, okay. Ja. Ich bin ja. Kein Mensch kennt diesen Dino, aber ich spiele ihn. Sehr angeschlagen. Ich sollte man lieber nicht stören beim Essen. Wenn mir ganz echt ungemütlich werden. Oh, lecker. Essen. Wird doch nicht so ungemütlich. Ich kann trotzdem noch Schaden machen. Ich kann auch so Schaden machen. Ey, verpiss dich. Ich will dir nichts tun. Ich will nur essen. Lass mich in Ruhe. Hat anscheinend noch nicht so geklappt, wie du es dir gedacht hast. Du Hund! Du Hund! Du Hund! Ende. Naja, da wir ja schon 30 Minuten haben und da wir ja nur anzocken, ne,
geht es dann in der nächsten Runde, also in der nächsten Folge weiter von Primal Carnage. Haut rein, ich hoffe euch hat's gefallen und in der nächsten Folge gibt es dann das Review zum ganzen Spiel und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Schönen Abend noch. Also, kommt auch an, wenn ihr es guckt. Ne? Schönen Abend. Schrägstrich, schönen Morgen. Schrägstrich, schönen Mittag. Ciao, ciao.